Da bin ich wieder. Sich hier auch mal kurz hier im Park anzuschauen. Der Park, keinen Parkplatz? Ja, so eine Anrand vielleicht. Ich nicht hier irgendwo. Ob hier tagsüber mehr los ist? Hoch. Einmal packen. Normalerweise sind die doch, aber häufig sind die doch irgendwie auch festgeschraubt. Wann ich jetzt auch wieder irgendwas sammeln?
Okay, die steigen das auch. Ah, hier sind auch die Symbolerklärungen. Weil dann müsste da doch eigentlich auch. Welche Pflanzen und Flüssigkeiten, oder? Weil dahinter wäre das Wassersymbol bei meinem Tank. Den wir jetzt holen. Bisher haben wir unsere Kühe hier noch keine. Keinen Gewinn gemacht, die sind doch unproduktiv. Aber ein bisschen Mist gab's. Wasser ist anscheinend auch wichtig. Was muss ich hier bei Sauberkeit machen? Tiere brauchen immer Wasser. Okay, Silage, Heu ist dann Basisfutter. Haben wir jetzt Silage da? Nee, haben wir noch nicht. Ist ja noch unsere Spur vom letzten Mal. Oh, hier könnte es auch Wasser geben.
irgendwas Interessantes. Was ist denn das Rote da? Das ist ein Grill. Oh, den können wir sogar nehmen. Ich lasse mal hier stehen. Klauen ist jetzt nicht die Aufgabe eines Bauern. Den Müll mitnehmen. Lol. Oh. Von links in Nähe rückwärts dran fahren. Wo ein Schlauch liegen. So. Das ist aber eine Menge rein. Ach so. Ich denke, hier muss stehen. Abkommen, so. Ah, jetzt schauen, wie sich hier was tut. Den Mac-Roboter nutzen. So einer, oder? Was ist das hier? So. Schon mal Mac-Roboter in echt gesehen. Ich meine, diesen bisschen größer war der schon. Der Eng war ein bisschen anders. Was ist denn unsere Kuh? Ah, sie frisst. Noch so komisch da sich reinbacken. Hm, wahrscheinlich. Hier kommt man mal in die Kuh rein. Psst. Ja, lustig, wenn wir jetzt vorspulen, wenn die sich schneller bewegen. Sie hat zumindest schon mal gefressen.
Das habt ihr vorher nicht auch schon gemacht. Ich esse auch noch ein bisschen weiter. Die Augen auch zu, oder? Stößt sie gerade noch. Warum ist die Sauberkeit bei 0%? Ja, dann brauchen wir noch einen Stroheinstreuer. Aber eine Kuh sollte sich nicht vermehren können, oder? Bräuchte man einen Bullen. Ach, hier gibt's auch noch so ein... Ja, so eine Bürste. Einfach mal
Muss ich dann erst Beilen machen, damit das geht? Okay. Ah, hier. Nee. Der mischt Futter. Will lieber direkt Stroh laden. Irgendwo. Was ist denn? Auch hier mit uns hin. Ach, hier ist sie. Strohballen kann er dann irgendwie aufnehmen. Lol. Was hat sie denn jetzt gemacht? Sieht das so aus, als wäre sie irgendwie auf den Lift gegangen ist und wäre abgehoben. Gesehen, oder? Was nach? Du kannst auch so. Link. Runter. Etwas von Patch Notes bei Rock und Nick.
Okay, Neo Tokyo wurde jetzt abgedatet und sieht dann aus wie ein Standard. Wie eine Standard-Arena quasi. Nicht mehr diesen Bogen links. Okay. Die andere kann man halt noch offline und in privaten Spielen spielen. Das Update kommt morgen. Okay. Fuß mal wieder woanders. Schnell ist sie denn hier unterwegs? Jetzt was trinken? Nee. Ach, sie frisst wieder. Wir müssen unbedingt was an der Sauberkeit hier tun. Da ist noch 5978. Es hört sich so an, als wenn hier mehrere Kühe. Ist aber nur eine da. Milch haben wir noch nicht. Doch, 9 Liter. Okay. Ist dann gerade was passiert, als wir nicht geschaut haben. Ja. Die Escape drücken ist vielleicht. Oh, geht das so weiter? Also muss sie gar nicht zum Milk-Roboter hin. Geht da nur ab und zu rein. Sich jetzt wieder hinlegt, können wir ja schauen, dass wir es sauber kriegen. Ja, praktisch, wenn wir hiermit einfach alles aufsammeln, dann. Ja, was passiert mit dem alten Streu?
Nee, das automatisch zum Mist. Bestand. Brauchen wir gar keinen Mist drauf. Ah, noch hier. Lass dann die Gülle gucken. Okay. Was haben wir jetzt hier? Ist das Stroh? Mehr Stroh schon deponiert? Scheint so. Okay. Ritual ist das andere. Oh, können wir das auch selber verladen? Manuell. Wir könnten ja auch das Stroh hier mal versuchen zu verladen. Darüber auch, weil es ein bisschen umständlich ist. Ich frage, ob das geht. Ah, steht schon mit dem Stroheinstreuer aus. Okay. Das ist dann der Mistwagen, oder? Dann so ein bisschen Streuer hier. Ich mal. Ja, ich versuch's trotzdem mal.
schnell vorwärts. Sesam, öffentlich. Ach schon. Was gibt's denn hier, Tor? Ah, hier kann man dann auch kaufen. Wir könnten noch eine kaufen. Erstmal nicht. Bisschen ist schon irgendwie rausgefallen. Sauberkeit ist euch nicht gestiegen. Das soll zu mir. Bin ich dir auch so ein bisschen was? Hilft leider nichts.
fest an der Schaufel hängen. Yay! Yeah. Okay. Schön. Ah. Ah, fällt leider nicht raus. Passiert manchmal. Das war wieder festmachen jetzt. Langsam runter. So. Du musst halt wieder auf den Haufen drauf. Leider nichts gebracht. So. Ich kann ja erstmal hier stehen lassen, wenn er zu Weg A muss, dann er wieder dahin gefahren werden. Das geht nur mit Ballen, das mit dem. Ja, sonst können wir ja erstmal das kaufen. Aber wenn das wirklich nur mit dem Einstreuer geht. Wartet mal. Aber wo kommt da der Strohballen rein? Muss man ihn dann da rein? Gabel. Mit dem. Mit der Gabel noch da rein. Na, naja, ich glaube, ich kaufe den jetzt erstmal und dann schaue ich weiter. Den noch 25.000. Aber man leid den Kunden. Schon mal 12 Liter haben. Bringt das zumindest ein bisschen Geld? Steht leider nirgendwo, wie viel Geld Milch jetzt bringt.
Wenn das sehr rot ist, heißt das dann, dass die zu viel veraltet sind und dann zu viel nehmen. Was ist das hier denn? Das ist hier unser Trecker? Ne, das ist der Mähdrescher. Okay. Der hat zu hohe Kosten. Oder wie? Okay, also es bringt mehr Geld, schon mal zum Händler zu fahren. Ja, hier schon beim Händler. Ganz praktisch, dass es so nah ist. Wird das klein gemacht hier, die Ballen? Schau. Ups. Wollen da noch etwas ändern? Okay, schade. Eine Aufsammeleinheit dazu bauen wäre nicht schlecht. Ich es nochmal, sonst will ich halt Strohballen erstmal herstellen.
ganz praktisch, dass ich den noch hier habe. Jetzt ehrlich Stromballen machen, damit ich die da rein tun kann. Okay, blöd. Okay, dann machen wir noch Strohballen. Gibt's auch noch den. Hier für ganze Ballen und auch für die Ecken. Ne, der ist für Rundball. Der ist für Ecke, okay. Bisher hatte ich immer eckiger gemacht. Ist auch günstiger. Nur der Verladewagen ist dafür dann wesentlich teurer. Dach. Beim anderen kostet der nur 39.000. Wie viele gehen denn da drauf? 8 Stück, okay. Und hier gehen halt 16 drauf. 16 eckige. Wahrscheinlich selbes Prinzip wie früher auch. Ja, da kommt man auf 95. Na ja, Rundballen ist teurer. Fangen wir erstmal mit Ecking an. 90 am Tag, 110 am Tag. Aber hier geht dann, kann man dann auch Gras oder Heu in Ballen pressen. Hm. Ja, erstmal geht es nur um Stroh. Also erstmal den. So oft heute zum Ende. Ciao.
steht auch noch fast gar nicht mehr drin. Steht doch nicht in dem Gebiet drin. Hier gibt's auch nichts zu erweitern. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Wir brauchen ja noch eine Gabel, um die Ballen aufzusammeln. Denke ich mal. Weil da an dem Wagen sehe ich eigentlich nichts dafür. Tatsächlich nur so eine Klappe. Okay. Ich dachte, dass da nachher nur Rundballen rein können. Das ist so runde. So, dann brauchen wir noch eine Kabel. Also ich versuche die da drauf zu schieben. Ich versuche es jetzt. Hä? Ist das gar kein Press? Ist das ein Sammler? Was ist das? Habe ich jetzt das Falsche geholt? Ach, das ist ein Sammelwagen. Was ist denn die Presse für eckige Ballen? Ist das denn hier die teure? Schon teuer. Soll ich den jetzt verkaufen oder soll ich den einfach behalten? Wie viel können wir denn da sammeln? Drei Stück. Dreimal hin, besser als gar nichts. Nur, wenn ich jetzt die kann ich mir nicht leisten bisher. Mich doch Rundballen pressen. Aber nochmal hier irgendwem aushelfen.
vorher bloß gelesen, was da stand. Genau. Erstmal vorspulen, schauen, was der Arm bringt. Ich glaube nicht, dass es einnehmen. Vielleicht verkaufe ich sie erstmal. Wobei, um 3 Ballen hinzubringen, ist sie nicht schlecht. Eine dreieckige. Das Riesenfeld. Das dauert, ist dann eher eine lange Mission hier. Wir haben lieber kürzere. Lieber zu Feldern, die erntereif sind. Zum Beispiel dem da. Feld 2. Okay. Jetzt haben wir alle Geräte durch, oder? Sieht ganz schick aus hier hinten mit den. Wieder Sonnenblumen. Ist doch ganz schön groß. Da die Ecke gleich ist. Da brauchen wir auch nicht alles. Lustig, wenn ich in die Mitte fahren könnte und etwas Kreise abfahren. Ich glaube, das funktioniert nicht.
der engste Radius. Aber irgendwie auch. Wenn jetzt noch anderes rumfährt, hat man sogar das Rohr in der Mitte. Aber wird dann etwas. Ja. Er ist derjenige, falls jemand in der Mitte abtankt, wenn es halt im Kreis war. Das schon mittig stehen dann kommt. Aber man kommt auf jeden Fall dann immer gut dran. Erstmal. Das ist auch aus jeder Richtung. Also wenn ich jetzt hier. Das ist immer der Weg ist immer frei zum Hänger. Das ist ganz praktisch, wenn man jetzt hier 100% voll ist. Zack. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier so gut hinkriege. Muss ich nur noch eine breite Spur hinkriegen. Ja, mit Lenkrad geht das recht gut. Mit der Tastatur wird es dann schwierig, weil man kann ja nicht die ganze Zeit so Kreis fahren. So gut. Sonnenblumenkreise im Feld. Keine Kornkreise, Sonnenblumenkerne. Thank you.
schon ist die Mitte weg. Aufflut. Auf das eine Fleckchen, was ich dann in der Mitte noch gelassen hat. Das ist noch eben weg. Dann hier das. Was wird eigentlich passieren, wenn man jetzt das Fahrzeug drin versinken? Sollen wir das noch ausprobieren? Falls ja, könnt ihr das ja mal in die Kommentare dann auf YouTube schreiben. Jetzt will ich aber dann ein neues Profil anfangen. Stand da nochmal. Oh, okay.
Das ist wieder Düngen, oder? Ist ja auch nicht noch, ach, was ja auch noch nicht schlecht wäre, wenn man wenn das noch zusätzlich wenn es noch zusätzlich so wie viel hat jetzt eigentlich unsere Kuh schon produziert? 20 ach 14. Okay. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Rundballen? Waren dann die Geräte. Der hier war ja günstiger. Fast zwar nur 8 Ballen, aber ich denke mal, die Rundballen sind auch größer. Das brauche ich ja jetzt noch nicht. Ich glaube, ich mache dann Rundballen und verkaufe das Teil erstmal wieder. Oh, wir können auch erstmal mieten, ob das funktioniert. Aber... ach, ich kauf lieber. Okay, gibt noch ein bisschen Geld. Der Rundballen kriegen wir aber nicht so gut aufs Förderband, falls wir mal hier drauf tun wollen. Egal. Schauen, ob es jetzt funktioniert. Auftrag meiner Kuh. Ich hätte schnell daheim. Thank you.
So, damit kann man auch fahren, okay. Schau, ob es klappt. Nee, da muss aber eine Klappe geöffnet. Ja, ich hätte schon auskippen lassen. Oh, 99. So, wir können jetzt manuell abladen, gut. Wow. Okay. Das ist aber erstmal wieder zu. Oh. Na, probieren wir es erstmal mit dem ersten. Hier nachher wieder angekoppelt. Irgendwie ein bisschen größer vorgestellt. Huch! Warum ist die Klappe jetzt eigentlich? Hm. War auch der Sinn, dass ich das da reinkriege. Und hol doch eine Gabel. Yeah, er ist drin. Passt. Jetzt ist er drin. Jo. Bisschen buggy. Oh. Okay. Er ist irgendwie drin. Nein, ich werfe. Bloß nicht. So, und jetzt? Da drin abklären. Ich habe auch extra Stroh geholt. Die Sauberkeit. Oh, ist das hier irgendwie rein?
Oder hier. Ah, okay, jetzt ist das Rocket League Update da. Ich muss da doch irgendwie reinkommen oder so. Dann, dass ich das hier nicht abladen kann. Ah, Tür öffnen. Ach nee, falsche Tür. Tiere sind da. Die Sauberkeit fehlt doch hier was. Denk mal, 100% Sauberkeit ist, dass alles sauber ist, oder nicht? Willst nicht in den Futtertruck haben. Von hinten kann ich da auch nichts abladen. Oh, komme ich hier doch rein? Was ist denn hier die Stelle überhaupt? Wo hätte ich hier das Stroh einfallen können? Hier kommen neue Tiere an. No. Denn da auf den Bildern, da fährt er doch einfach dahinter lang und dann sind die wenn die sauberer, denke ich mal. Pflege. Und da streut er das doch von da aus da hinten rein. Warum klappt das jetzt nicht? Ob ich da erst irgendwas raushole? Irgendwer eine Idee oder das schon mal gemacht oder so. Ich weiß, wie das genau gehen soll. Ich möchte auskippen. Das ist ein Hint. Spritzen. Na, einfach den Rundball nicht nutzen. Müssen einfach eckiger rein. Ich weiß es nicht. Aber hier steht auch beim Händler nichts, dass da unbedingt eckig rein müssen, oder? Strohball. Beides.
Ich möchte den Boden bedecken und nicht hier die Tiere füttern. Oder woran liegt die Sauberkeit? Wie habe ich da? Woher kommt das Stroh, was da drin ist? Reicht das doch aus, das irgendwo hinzukriegen? Ja, alles uns geht nicht. Jetzt sieht man, wie es laufen sollte. Eigentlich, ja, wenn. Irgendwie müssen wir das Stroh hier reinbekommen haben, weil das liegt ja jetzt nur daneben. Komisch. Warum fehlt da einfach das Heu? Die Silage. Aber. Hängt die Sauberkeit jetzt doch. Also ist 0% sauber oder nicht? Ist hier irgendwie nicht so klar. Aber ich meine, das müsste ja anfangs auf 100 gewesen sein. Ja, zumindest läuft's erstmal etwas.
So, na, das wär's dann jetzt hier von Alice. Vielen Dank fürs Zuschauen hier und als nächstes mache ich weiter mit Ich überlege noch kurz.